Hey YouTube, Tazot Commander hier mit einer Gameplay-Runde. Es ist mal wieder eine Runde auf Propaganda, die ja eine meiner absoluten Lieblingsmaps ist, aber in einem Spielmodus, den ich nur ziemlich selten spiele, nämlich Domination. Dieser Spielmodus garantiert ja quasi ein chaotisches Hin und Her und auch diese Runde war in dieser Hinsicht keine Enttäuschung. Ich habe den größten Teil der Runde die Sturmsoldatenklasse gespielt und die AR-160 benutzt, die ihr ja auch schon im letzten Gameplay-Video sehen konntet, mit Laservisier, ergonomischem Griff und dem Reflex-Rotpunktvisier. In der zweiten Hälfte der Runde habe ich dann nochmal zur Aufklärerklasse gewechselt, da ich vorhatte, das Multitalent-Assignment zu machen, was ich letztlich auch geschafft habe. Jetzt also zum Teamspeak und euch viel Spaß. Ich sehe es auf der Minimap und es laggt schon wieder bei mir. Irgendwie gestern lief es auch gut. Ja. Alter, hier sind sau viele. Ja, und zwar auf allen Seiten. Dach. Dach, ja, ich hab's gemerkt. Ich kann ihn da oben nicht treffen. Und da unten auch. Ich versuche eine Handgranate hochzuwerfen. Bin mir nicht sicher, ob es geklappt hat. Ich komme nicht mehr an den Rand. Das ist ein zweiter Limit. Ah, 4-0 ist okay. Ja, bei mir nicht. Ich hab 2-4. Also jetzt 4-1. Typ in dem Haus, ungefähr 12 Stück. Ah, scheiße, ja, du liegst ein bisschen zu weit weg. In dem Haus, geh da nicht rein. Ich bin in einem anderen Haus. Sollte man einen Fehl setzen. Oh ja, Alter, ich krieg's. Wow, shit, sie sind neben uns. Ja, das letzte Mal ist vielleicht sogar mal. Das ist nicht der Punkt hier. Ich würde schon vorschlagen, vielleicht mal woanders hinzugehen. Aber es gestaltet sich schwierig. Du hast gekillt. Und hier weniger. Oder mal so, ich muss eher im Wasser. Wieder die Punkt. Shit, ey, wir werden hier voll weggepusht. Darf man hier die am Arsch benutzen? Keine Ahnung, ich habe nicht geguckt, wie das Sniper-Limit genau aussieht. Packhaus drin. Yes. Boah, wie ich nichts treffe. Oh, der, zum Glück hat der schlecht geschossen. Es gab einen Killstreak Stop 70. Hier ist noch ein DMA-Typ. Allein. Da würde ich mich nicht drauf verlassen. Oh, die spawnen im Rücken der Gegner. Mal gespannt, wie viele Kills ich daraus machen kann. Da war ich gerade eben auch. Ah, die Gegner sind schon wieder hinter mir gespawnt, ja, gerade, habe ich das Gefühl. Ah, hab ich dich gerettet, hä? Hier ist live. Ja, ich hab's selbst live. Hat das selber auch live? Da rennen ja als noch welche hin, aber ich bin noch live. Hat den wohl geholt. Dann nimm meinen live. Von wo kam's? Von hinter der Mauer. Genau, von da. Ja, den hab ich gekriegt. Nice. Warte. Nice. War nur 47 hier. Das kommt klar. Ah, toll. Ich wollte mich auch mal auf den Boden legen und ein bisschen was machen und krieg's direkt hart ab, ey. Hier nimm meinen Life. Ich, mir gefällt hier oben, ich will woanders hin. Also ich stehe nicht neben mir, aber... Ich hab gesehen, wie du getroffen wurdest. Du stehst nicht neben dir. Das ist zwar ein bisschen zu an, aber... 72 Assists, das war ziemlich nice für die Interne. Oh geil, den kann man hat, das muss halt veranstalten, wenn ich das probiere. Die kommen hier. Ich gebe dir mal die Karte hier links. Ich krieg sie nicht tot. R160 Heavy Barrel. Keine Ahnung. Die für Upgrade, nice. Oh, wo geht's denn? Kann ich mich da holen? Ja, war nicht schuldig. Ach ne, das ist dangerous. Nein, ich hab's nicht gekriegt. Komm, mach mal. Ja. Boah, ich hab nur 29 Life. Jetzt springen sie mir hier die Wand weg. Und jemand hat das Haus weggesprengt. Ich hab diesen scheiß Container getroffen, der ist doch aus Metall, ey. Fotzen. Schweine. Ich schieße oben. Bam, ich habe einen grenadiert mit der M67. Nice. Warte, was muss ich noch machen, um die M-Tat zu kriegen? Wie viele Tickets sind es noch?
das Sniper. Ah, wo ist mein Zettel, wo ich es mir aufgeschrieben habe? Scheiße! BF4, Simons Imper. Sniper-Gewehr, Sturmgewehr, LMG und Handgranate. Also muss ich gleich mal einen Sniper und einen LMG-Kill machen? Wahrscheinlich, ja. Okay, dann muss ich mal wieder sterben zur Abwechslung. Das habe ich lange nicht mehr gemacht. Also rush ich mal ein bisschen rein. Oh Gott, ich hab nur 2 gekriegt. Oder 3. Na, ich wurde grenadiert. Daraufhin habe ich also die SRA-61 ausgepackt, mit 20-fach Visier und 14-fach variablem Zoom trotz der relativ kleinen Map und habe sogar für meine Verhältnisse erstaunlich schnell einen Kill mit der Waffe gekriegt. Doch am besten fand ich ehrlich gesagt die Art und Weise, wie ich danach den Maschinengewehr-Kill gemacht habe. Ah nein! Was? Okay, das Pistolenkill habe ich jetzt auch. Dieses Visier ist zu groß. Bam, Marksman Bonus 84. So, was brauche ich jetzt? LMG-Kill, liegt hier irgendwo ein toter Support? Kannst du nicht meins haben. Ja, komm, wir tauschen. Grenadierst du dich, oder was? Ich kann dich aber nicht reviven, wenn du Support bist, ne? Aber danke. G4, damit soll ich dann noch einen Kill geben, bevor wir verloren haben. Ja, irgendjemand anderes hat mich gefeiert. Nein, jetzt. Ja, ich hab den Kill, zack, Multi-Talent. Ach ja, das gute alte MG4, ist, hab ich lange nicht mehr benutzt. Ah, du hast jetzt SRA-61. Du hast die Wahl zwischen 20 und 14-fach. Ich glaube, ich brauche 14-fach. Die 3 Hitmarker mit der Airbuster, das hat leider nicht gereicht. Boah, ich bin ganz doch klar. Alter, vor allem, wie kann es sein, dass wir 10 dich haben? Das ist komplett. Da ist kein Gegner in der Nähe. Okay, doch, da ist einer. Nice. Jetzt nehmen wir auch einen. Oh, ich werde gesniped. Ah, wieso? Ah, es hat doch funktioniert. Ja, nice, danke. Jetzt habe ich eine ziemlich gute KD. Ja, ziemlich, ziemlich gut sogar. Ja, und wie so häufig hat unser Team dann auch verloren. Aber es war insgesamt trotzdem eine wirklich lustige Runde, die extrem viel Spaß gemacht hat. Ich habe nach dem Ende der Runde sogar noch den Punkt eingenommen und nochmal 25 Punkte dafür gekriegt. Also alles in allem sehr lustig. Die MT-21, die ich mit dem Assignment, das ich in dieser Runde gemacht habe, freigeschaltet habe, ist auch eine hervorragende Waffe. Ich habe gerade gestern den Service da mit ihr gemacht und wirklich eine Menge Spaß mit diesem Karabiner gehabt. Beim nächsten Mal wird es wieder eine Folge 100 Kills geben und jetzt hoffe ich wie immer, dass dieses Video euch gefallen hat. Wenn dem so ist, klickt den Gefällt mir-Button und wenn ihr Interesse an weiteren Videos habt, klickt abonnieren. Bis zum nächsten Mal.